Ihr müsst von Neuem geboren werden. Die gute Nachricht ist die, dass wir nicht in den Schoß der Mutter zurückkehren müssen. Schon gute Nachricht. Wer will schon wieder so eingesperrt sein? Jesus spricht von etwas ganz anderem. Jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, unabhängig von seinen Lebensumständen, unabhängig von seinen Lebenserfahrungen, gute oder weniger oder schlechten Lebenserfahrungen, er kann von Neuem geboren werden. Und in der Heiligen Schrift, im Johannesevangelium, da wird ganz klar und deutlich von der ersten Seite an, jene, die nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind, die werden Kinder Gottes heißen. Natürlich kommen wir alle zur Welt und sind wir zur Welt gekommen, weil es unseren Vater, unsere Mutter gab und weil sie sich geliebt haben, oder meistens war es so, und dann haben wir einen Körper, aber wir haben auch sofort eine Seele bekommen, eine Seele, die fähig ist, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben, eine Seele, die fähig ist, auch übernatürlich mit Gott in Verbindung zu stehen. Warum? Weil Gott die Seele schenkt. Und letztendlich, wenn wir ehrlich sind, schenkt Gott das Leben, auch das körperliche Leben. Wir dürfen das eine von dem anderen nicht trennen. Aber, das müssen wir hinzufügen, in unserer Gesellschaft, in unserem Denken ist es oft so, dass wir sagen, wir tun, wir haben getan, wir haben alles für dich getan, damit du groß und stark und Bildung hast und so weiter. Wir haben es für dich getan. Natürlich ist das auch eine Aufgabe der Eltern und von erwachsenen Menschen. Es ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig zu helfen. Aber letztendlich kommt alles von Gott. Und dann sind wir schon fast auf dem richtigen Punkt. Von Neuem geboren werden heißt, einen neuen Blick zu bekommen auf unser Leben. Von Neuem geboren werden heißt nicht nur eine neue Chance zu bekommen und zu sagen, jetzt kann ich alles anders tun. Nein, von Neuem geboren heißt eine ganz andere, eine neue Mentalität bekommen, den Blick für unser Leben zu bekommen, so wie Gott unser Leben, mein Leben, dein, unser Leben sieht. Von Neuem geboren werden heißt, mit Gott verbunden sein und unser Leben mit ihm zusammen zu leben, mit ihm zu führen. Maria ist ein sehr schönes, großes Beispiel. Sie hat ganz einfach gelebt in Nazareth und dann hat ihr Leben sich, ich sage jetzt mal im positivsten Sinne, dramatisch verändert in der Hinsicht, dass sie Gott in sich getragen hat, dass Gott in ihr gewachsen ist. Und sie ist mit diesem Kind gewachsen, nicht biologisch gewachsen, aber sie ist geistlich gewachsen. Da ist eine Einheit, eine neue Realität entstanden, in ihrem Leben ein ganz neues Denken. Und ich bin überzeugt, Frauen, die Mütter geworden sind, die können das vielleicht noch viel besser nachempfinden und die müssen das hier jetzt dann erklären können. Das, was das bedeutet, ich bin Mutter, ich trage einen Menschen in mir. Und auf einmal fängt sich das ganze Denken, das Fühlen um dieses Kind, dieses kleine, zarte, noch verletzliche, ohnmächtige Wesen zu drehen. Aber gleichzeitig ist Liebe da, eine unwahrscheinliche Liebe. Und man verzichtet aus Liebe auf dieses und jenes, weil man sagt, ich will diesem kleinen Wesen nicht schaden. So in etwa kann ich mir es vorstellen, jetzt als Mann gesprochen, wenn Jesus in uns ist und wenn wir ihn bewusst in uns tragen, dann kommt ein anderes Denken in uns hinein. Und wenn wir dann bewusst mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir manches nicht mehr so tun, nicht mehr so sagen, nicht mehr so reagieren. Manches werden wir auch überhaupt nicht mehr schauen oder schauen wollen, weil wir wissen, Jesus wird das nicht schauen. Das heißt nicht, dass Jesus Angst hat, aber er ist der ganz Reine, er ist der ganz Heilige.
Und diese Reinheit, dieses Heilige, das ist tief, tief, tief im Herzen eines jeden Menschlichen verankert. Und durch diese Reinheit, durch dieses Heilige, dieses Klarsein, dieses Unbeschwertsein, das heißt nicht, dass man nicht mal Sorgen hat, aber dass man so frei ist von Schuld. Diese Freiheit, Natürlichkeit, die liegt in jedem Menschen. Schauen wir da immer, immer auf Maria. Neugeboren sein heißt auf Gott hin, mit Gott unterwegs sein, auf Gott hin ausgerichtet zu sein. Und heute haben wir ein wunderbares Beispiel vom Neugeborensein, haben wir in der Lesung. Gestern noch haben wir gehört, aus Furcht vor den Juden hatten die Jünger die Türen verschlossen. Und heute lesen wir, wir sind etwas weiter, schon 50 und ein paar Tage weiter, nach der Auferstehung Jesu, nach diesen Ereignissen, wo sie eingesperrt waren. Pfingsten ist schon passiert, auch wenn wir es liturgisch noch nicht gefeiert haben. Aber hier Petrus und Johannes, sie haben einen Gelähmten geheilt, waren vor Gericht, haben ohne Angst geantwortet. Entscheidet doch selbst, ob es wichtiger oder richtig ist, auf euch zu hören oder auf Gott zu hören. Ungelehrte Leute, man erkannte sie als Jünger Jesu. Dann hat man ihnen gedroht, noch überhaupt in dem Namen Jesu zu predigen. Sie lassen sich den Mund nicht verbieten. Sie lassen sich den Mund nicht verbieten. Sie werden geschlagen, gepeitscht, haben keine Angst. Und jetzt kommt eine Reaktion, die finde ich außerordentlich. Sie kommen dann zu den Iren, nicht zu den Irlandern, also zu den Iren, ihren Jüngern, ihren Freunden. Und dann, was tun die? Oh, ihr Armen, hat man euch geschlagen? Hat es wehgetan? Sollen wir noch ein bisschen die Wunden waschen und so? Nichts von alledem, nichts! Als sie das hörten, die anderen, was mit ihnen passiert ist, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, sie beten. Herr des Himmels, du hast Himmel und Erde und Meer und alles erschaffen. Und sie greifen die Situation auf. Die Mächtigen haben sich verbündet gegen den Herrn und seine Gesandten. Da steht ein Psalm. Wir haben den Psalm nach dem Gebet, Psalm 2. Sie haben sich verbündet, auch die politischen und die halbpolitischen Jüden, Herrscher, also Herodes, ein Jude, Pilatus, stellvertretend für die Römer, für die Heiden. Sie haben sich verbündet gegen den Herrn und gegen den seinen Gesandten, um alles auszuführen, was dein Wille im Voraus bestimmt. Und sie wissen, wir werden bedroht. Sie wissen, es wird nicht aufhören, dass man uns verfolgen wird. Was beten sie? Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, gute Schlösser auf die Türen zu tun, gut zu verriegeln. Nein, gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden, mit allen Risiken. Freimütig, frei, natürlich, ohne Angst. Liebe Brüder und Schwestern, ich finde das außergewöhnlich. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal menschlich. Da sagt man ja, die bräuchten jetzt mal ein bisschen Urlaub, ein bisschen Pflege. Das ist nicht menschlich. So, wie würden wir denn? Das ist neugeboren. Und neugeboren ist auch Folgendes. Streck deine Hand aus, damit Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist neugeboren. Für wen sollen diese Wunder und Zeichen geschehen? Zur Bekräftigung des Evangeliums. Zur Bekräftigung von der Botschaft Jesu, und Jesu hat es verheißen, ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe. Und durch die Hand derer, die glauben, hat Jesus gesagt, werden folgende Zeichen geschehen. Heilungen, Befreiung, böse Geister austreiben. All das wird geschehen.
Und wenn sie Gift trinken, Markus 16, letztes Kapitel bei Markus, es wird ihnen nicht schaden. Das ist neu geboren, liebe Brüder und Schwestern. Wenn wir uns ducken, verstecken, wenn wir Angst haben, Angst vor den Menschen, in Luxemburg sagt man, der hat Angst vor seinem eigenen Schatten, gibt es vielleicht auch in Deutschland und Belgien, ich weiß es nicht. Aber dann fehlt uns etwas, dann spüren wir, Herr, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche den Heiligen Geist. Und wenn wir den Mut haben, so zu beten wie die Apostel, ihr dürft das jeden Tag beten. Apostelgeschichte 4, im 4. Kapitel, ab Vers 25, 24. Was geschieht? Was geschieht? Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Evangelium. Nicht aus eigener Kraft, das ist sehr wichtig. Sie beten, erstens, zweitens, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und dann verkünden sie das Wort. Das ist neu geboren durch die Kraft des Heiligen Geistes, derselbe Geist, der Jesus gewirkt und gelebt hat, derselbe Heilige Geist, durch den Jesus im Schoß Mariens Mensch geworden ist. Und jetzt wissen wir noch so vieles andere über diesen selben Heiligen Geist sagen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir fähig, werden wir neu geboren und werden wir fähig, freimütig, Zeugnis von Jesus Christus, dem Auferstandenen, zu geben. Und ich habe immer, wenn ich das lese, dann habe ich mir gesagt, wow, das war dann schon das zweite Pfingstfest. Nicht nach einem Jahr, vielleicht nach ein paar Wochen. Schon wieder, der Ort hat gebetet. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, leben wir ohne Angst. Leben wir im Vertrauen und sagen zum Herrn, Herr, ich will neu geboren werden. Ganz abschließend möchte ich Folgendes sagen. Wir sind ja dann für den nächsten Hochfest vor Pfingsten. Jesus sagt, und das ist das sicherste Gebet, das wir beten dürfen, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also, wir wissen, was zu tun ist und bitten den Herrn um eine neue Erfüllung, um neue Salbung im Heiligen Geist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.